Herzlich willkommen in Trendy TV, immer noch bei Talla und sein Techno-Club. 30 Jahre Jubiläum im Moon 13 und an meiner Seite der Erfinder der Love Parade, Dr. Motte. Hey, alles klar? Was schön, geht? Schön, dass du hier bist. Du warst der Secret Headliner. Woher kam das? Ich meine, du warst der Secret Headliner und irgendwann wurde dann gesagt, ja, Dr. Motte ist der Secret Headliner. Wie hat Talla dich angesprochen an diese Ehre? Naja, ich bin ja nur aus dem Urgestein und ich habe ja auch so ein bisschen was bewegt. Er ist natürlich schon viel länger damit dabei und ich finde es auch eine total geile Ehre, jetzt hier heute beim 30-Jährigen dabei zu sein. Und da haben wir so ein bisschen so eine Parallele, weil ich mache dieses Jahr, also nein, 2015 habe ich mein 30-jähriges DJ-Jubiläum. Also da gibt's, das habe ich auch schon gesagt, da gibt es so Parallelen, weil es wird so ganz viele Jubiläen geben in 2015, ja? Ganz viele. Und da ist meins dabei, jetzt vor kurzem war Sven Feth erst dran und da wird es noch ganz viele geben. Also die ganzen Urgesteine alle, die werden jetzt alle ihren 25. oder 30-jährigen DJ-Jubiläum feiern. Und ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Und es ist so gewesen, dass Talla mich gefragt hat, ob ich mit dabei bin. Dann habe ich gesagt, na klar, gerne. Wir haben da aber nur ein Problem, weil ich bin einen Tag vorher bin ich in Wiesbaden. Und da war ich gestern, ja. Und deswegen ist das halt so, dass wir gesagt haben, ich komme gerne, sogar sehr gerne, weil ich mag ihn auch sehr gerne. Er ist auch ein total toller Typ. Und da habe ich mir gesagt, naja, dann müssen wir halt erstmal Secret Headliner machen und dann lösen wir es einfach dann am Tag selber dann auf und hat funktioniert. Super. Und was auch toll ist heute, ist, dass es nicht nur Frankfurt im Fokus ist, aber auch Berlin, weil deine Kollegin Marusha ist ja auch hier heute. Guck mal, Techno, ja? Wo hat's angefangen? Das ist überall, ja? So. Da sagen die Leute aus Detroit, die ganzen Produzenten, ob das noch Juan Atkins ist und so weiter, wir waren die Ersten. Und dann sagt Belgien, nein, wir waren die Ersten. Und dann sagt England, wir waren die Ersten. So, und dann kann man jetzt nicht streiten, ja? Ist es jetzt Industrial-Einfluss oder ist es jetzt Acid oder ist es House oder ist es Disco-Einfluss? Scheißegal. Techno, ja? Und es hat so viele Facetten und ich finde das total toll, dass wir heute hier alle alles hören können. Und ich finde es auch gut, dass Talla sagt, naja, das Alte ist genauso wichtig wie das Neue. Und das zeigt er heute. Und das finde ich total toll, dass die ganzen Kollegen alle mal zusammenkommen und das feiern. 30 Jahre Techno-Club. Motte, hast du eigentlich Talla mal gefragt, warum er nicht einen passenden Anzug hatte wie du heute? Du, jeder feiert seinen Anlass, so wie er den braucht. Ich habe halt gesagt, ich nehme einfach mein Weihnachtsgeschenk und komme dann so. Und es ist ja auch toll. Ich meine, Techno ist immer kreativ, ist immer nach vorne gerichtet, immer in die Zukunft gerichtet. Und das muss auch ein bisschen Style haben. Und ich habe einfach gesagt, naja, wir machen mal Sendepause im Fernsehen und kommen heute alle feiern. Sehr, sehr geil. Motte, wenn du 30 Jahre Techno-Club hörst, was fällt dir da spontan ein? Naja, da fällt mir Talla ein und da fällt mir Frankfurt ein und da fällt mir auch ganz viel Vorausschau auch ein. Weil ich meine, um sowas zu machen, musst du natürlich auch ein Gefühl für die Zukunft haben. Musst ein Gefühl haben dafür, dass das irgendwie was Neues ist, weil sonst machst du das nicht. Und das sehe ich halt, ja, dass ich irgendwie sage, naja, Techno-Club, das war so weit vorne, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du hast ja schon mit Tom Wax zusammengearbeitet. Du warst auch dieses Jahr mit Jamal Marr im Studio gewesen. Genau. Bist öfters in Frankfurt. Warst du früher mal im Cocoon Club? Da ich selber immer sehr viel unterwegs bin und es ist immer ein bisschen schwierig, dann auch mal die Zeit zu haben, dass man sich auch mal einen anderen Club anguckt. Ich war hier, hab's mir angeschaut, ich fand's immer wunderbar, ganz toll. Und ich fand's eigentlich so mit der Eröffnung eigentlich den innovativsten Club in Deutschland. Also von der Design, vom Style und so weiter. Obergeil. Motte, wenn du das Line-Up anschaust heute Abend, war da irgendein Künstler, es sind auch viele ältere da von früher, die du auch noch kennst, wo du dich richtig drauf gefreut hast zu sehen? Eigentlich alle, ja. Also mache ich keine Ausnahme. Ich freue mich über alle, weil alle sind ja dabei und haben das irgendwie supported und gemacht und gemacht und gemacht. Und alle sind ja irgendwie auch schon so lange dabei. Und ich habe mich eigentlich auf alle gefreut und es ist halt für mich so ein Familientreffen. Ja.
Was für neue Releases können wir von dir erwarten jetzt in 2015? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist ja gut, du bist sehr beschäftigt. Naja, also ich meine, ich habe ziemlich viel auf der Halde und wir wollen halt gucken, dass wir jetzt mit einem neuen Partner das dann alles auch veröffentlichen. Ich werde auf jeden Fall... Entschuldigung. Ich habe auf jeden Fall ein experimentelles Album fertig. Das muss eigentlich nur noch zusammengestellt werden und dann ist es da. Also das sind dann Stück, ist 38 Stücke, die ich so in einer Stunde zusammenpressen will. Das Thema ist so vertonte Träume. Das ist wirklich, da ist alles dabei. Also sehr emotional getriebene, wie so Stücke, die eigentlich nur aus ultratiefen Bässen und ultra hohen Höhen bestehen. Die hörst du auf dem Laptop gar nicht. Zum Beispiel. Und das hörst du also nur auf einer guten Anlage oder mit einem guten Kopfhörer. So Sachen halt. Ja. Das ist wirklich experimentell. Ich habe da mal einen anderen Weg für die Produktion dann halt probiert. Dann kommt zwei Mix-Compilation. Das sind eigentlich alle, die irgendwann mal auf der Labparade aufgelegt haben, werden irgendwie mit dabei sein. Da haben schon ganz viele zugesagt, auch ein spezielles Stück dafür zu kreieren. Kyle Cox hat zugesagt und alle möglichen, also Alan Alien und eigentlich alle, die irgendwie mal U-Make und so weiter. Das, also da freue ich mich sehr drauf. Dann bin ich dabei, ein One-Artist-Album fertigzustellen, Dr. Motte halt, mit, auch mit Jemel Ma. Und dann werde ich auch mit Gabriel Ma ins Studio gehen. Und das reicht eigentlich schon. Sehr gut, darüber freue ich mich gerade, weil Jemel Ma einer meiner Lieblingsproduzenten ist. Du, wir haben uns getroffen, immer wieder. Wir haben telefoniert, wir haben einfach gesagt, lass uns doch mal zusammenkommen. Ne? Und er hatte Zeit, haben uns einfach mal zusammengesetzt und wir haben Acid gemacht. Sehr gut, da bin ich mal sehr gespannt. Letzte Frage, Matthias. Bitte guck in die Kamera rein und sag noch ein Schlusswort für deinen Freund Talla. Talla, ich liebe dich. Dankeschön. Was will er denn schon wieder?